Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und das hier wird ein sehr spontanes Video. Ich habe gerade die Reaktion oder diese Klarstellung zu dem Video von Max und Max gemacht. Da ging es ja sehr auch um das Thema Stoff im Powerlifting. Und ich habe gedacht, ich sag einfach mal meine Meinung zu dem Thema. Die Probleme, die ich mit dem Thema habe, auch mit zum Teil Stoffern aber nicht allen Stoffern, und dass ihr einfach so meinen Standpunkt mal habt, wie ich das Thema sehe, was ich sehr kritisch sehe und meinen aktuellen Standpunkt, dass der einfach nochmal klar ist. Sehr spontan, ich habe kein Skript oder so. Ich habe jetzt gerade einfach gesagt, mach die Kamera nochmal an. Ich lege einen nach. Komm, mach. Ja. An der Stelle auch, wenn euch solche Rants und Rage-Dinger gefallen, auch immer hier vor dem Hintergrund bisschen Unterhaltung. Ich brülle ein bisschen rum, ich mache ein paar dumme Sprüche. Das soll aber auch primär unterhalten und ein bisschen so, ne? Locker durch die Hose atmen, Freunde. Dann könnt ihr aber gerne das Video liken und einen Kommentar schreiben oder so. Und den Kanal abonnieren, ihr wisst Bescheid. Mich stört es sporttechnisch, dass es Stoff gibt. So, gesundheitstechnisch, Stoff hat ja viele Anwendungen auch in der Medizin. Top-Sache, geil, Weiterentwicklung, super. Für Sport, vor allem für naturalen Sport, also für Leute, die einfach mit den Mitteln, die sie haben, das meiste rausholen wollen und das halt auch auf Wettkämpfen austragen wollen mit anderen, ist Stoff halt einfach der Tod. So. Weil, wenn es die Möglichkeit gibt, sich Vorteile zu verschaffen, werden das immer Leute ausnutzen. Und auch auf Naturalwettkämpfen werden das Leute ausnutzen. Es gibt Leute, die haben früher gestofft, 3-4 Jahre, und sind dann auch der Meinung, intern, die reden sich die Scheiße so lang ein, bis sie wirklich der Überzeugung sind, ja, ich bin ja wieder natural. Ich bin ja nicht auf Stoff. Ich bin ja wieder natural. Wenn du vorher 3-4 Jahre gestopft hast, und ich weiß nicht, wie das mit Hyperplasie und dies, das, jenes ist, Muscle Memory, du hast Vorteile. Natürlich hast du Vorteile. Du bist nicht mehr natural. Du hast auf einem Naturalwettkampf nichts mehr zu suchen. Und wenn du da bist, auf einem Naturalwettkampf, dann bist du Schmutz. Du bist Schmutz einfach nur. Und das ist ein großes Problem, was ich mit Stoff habe, dass es ihn überhaupt gibt. Weil, dass es ihn gibt, macht Naturalsport zwangsläufig, langfristig kaputt. Das Gute in Deutschland Powerlifting ist, dass Powerlifting ein Sport ist, im Gegensatz zu Bodybuilding, der nicht ganz so krass von Stoff profitiert. Wenn du im Bodybuilding, also Muskelmasse, Stoff, große Liebe, Digga, ne? Also das ist wirklich krass, du kannst ja dann auch, ich weiß nicht, wie du das cyclen kannst, aber dann irgendwie vorher absetzen, das passt alles super. Im Kraftsport ist es so, je mehr du draufpackst, desto höher bist du dann auch in der Gewichtsklasse. Das heißt, Naturalathleten wiegen dann meistens irgendwie 70, 80, 90, vielleicht noch 105, wenn sie ein bisschen fett sind und so, ein bisschen größer sind. Aber wenn du richtig stopfst, bist du in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Oder du bist halt gezwungen, vor dem Wettkampf diese Sachen halt rauszunehmen, die leistungssteigernd sind oder so. Das heißt, du hast da auch nicht so ganz krass den Vorteil. Und du kannst im Powerlifting extrem viel wirklich über Training, Technik und intelligentes Training halt rausholen, sodass diese Diskrepanz zwischen Stoff und Natty nicht so groß ist. Das ist eine sehr geile Sache. Und das Geile ist in Deutschland, der Sport ist so unattraktiv, weil es halt keinen finanziellen Gegenwert gibt oder halt auch nicht diesen Ego-Gegenwert. Die meisten fangen ja an zu stoffen, weil sie krasser aussehen wollen als XYZ, weil sie im Gym der dicke Gorilla sein wollen, King Louis so, und sich dann auf Natty tun machen vor den Kollegen, aber hintenrum sich einen reinspritzen. Darum stoffen ja die meisten. So, das hast du zum Glück im Powerlifting nicht, weil Powerlifting ist dann immer noch anstrengend. Du musst immer noch deine Leistung abrufen und schweres Gewicht heben und so. Das heißt, den Aspekt hast du dann nicht so, was schon mal geil ist. Bevor ich mich jetzt hier völlig verlaufe mit dem, was ich erzähle, also erstes Problem ist für mich, dass es das Zeug überhaupt gibt. Womit ich gar kein Problem habe, sind Leute, die das für sich nehmen, die Bodybuilding betreiben wollen auf einem entsprechenden Niveau, die das für sich selber nehmen, die einfach krass trainieren wollen, die das genetische Potenzial mit Stoff ausreizen wollen, von mir aus alles easy, das für sich machen, nicht im Wettkampf zu naturalen Leuten stehen, die auf Wettkämpfe gehen, die für Stoffer gemacht sind, die da ihren Wettkampf suchen, die das ohne Wettkämpfe machen, die das einfach für sich machen, weil sie da eine Leidenschaft haben, alles easy, Bodybuilder, zack, die das machen wollen, alles gut, können das machen, super, für sich selber. Dann gibt es die Fraktion auf YouTube, die genau das macht, die alles richtig macht, womit ich gar kein Problem habe, das aber auf YouTube zeigen und erzählen. Da gibt es zwei Punkte. Erster Punkt, Aufklärung. Ja, um es eben Leuten
die das halt sonst, sich sonst wo anlesen würden, besser beizubringen oder auch dieses Ehrlichkeitsthema, dass sie dazu stehen, das finde ich alles nice. Dass Leute, die das machen, das auch erklären und sagen, hey, hier, so Leute sieht's aus, das ist nicht nerdy, so, das ist so und so, finde ich gut, die das aufklären wollen, wenn sie es vernünftig machen, ich habe halt keinen Bezug dazu, ich kann nicht bewerten, ob sie es gut machen oder nicht, aber das finde ich auch gut, dass Aufklärungsarbeit geleistet wird. Mein Problem damit ist aber, dadurch, dass so viel aufgeklärt wird, dadurch, dass so viel darüber geredet wird und auch viel mehr als nerdy, dadurch, dass es so viel interessanter ist, suggeriert es den Leuten, die in diesen Sport kommen, dass es völlig normal ist. Dass das jeder macht. Dass es das Normalste der Welt ist, weil deswegen, ich habe jetzt auch jahrelang nicht mehr über das Thema gesprochen, weil es irgendwann hieß so, ja komm, Thema ist durch. Ja komm, lass sie doch stoffen. Das ist ja auch richtig. Ich will auch niemanden davon abraten. Aber was man jetzt hat, ist ein Bild. Der Stoff hier, das musst du machen, wenn dann. Den Stoff dafür. Das Stoff der und der. Der Stoff das und das. Powerlifter machen dies und das. Und es entsteht so ein Allgemeinbild. Powerlifter stoffen so und so und so. Das heißt, wenn du Powerlifting machst, machst du das und das und das. Bodybuilder stoffen so und so und so. Es entsteht ein Bild, dass es normal ist, dass man stofft. Man geht ins Fitnessstudio. Das erste, was man macht, ist nicht, man guckt sich an, wie eine Kniebeuge geht. Man guckt sich an, wie Ernährung geht. Welches Eiweiß soll ich mir kaufen? Sondern das erste ist schon direkt, wo ist denn der Dealer hier, Freunde? Ich brauche eine Testokur. So, das ist das normale Bild, was heutzutage suggeriert wird. Stoff zuerst, weil das gehört dazu, macht ja jeder. So, ist ja auch das Ding, wenn ich in einem Fitnessstudio mich umgucke, wenn man sich heutzutage in einem normalen Fitnessstudio umguckt, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass über 50% der Männer stoffen oder mal gestofft haben. Das kannst du pauschal fast so sagen, zumindest in diesen normalen Trainingsdingern. Und die Leute sehen nicht danach aus. Und es wird leider einfach ein Bild vermittelt, dass es halt normal ist, dass jeder stofft. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Also Punkt Nummer 1, ich habe ein Problem damit, dass es Stoff gibt, aber es gibt ihn nun mal, also fuck ich mich nicht drüber ab. Punkt Nummer 2, Leute, die das halt für sich machen und da auch ein Niveau verfolgen, alles easy, alles cool. Wenn die Leute dann auf YouTube sind oder mit Reichweite sind, auch nice, weil Aufklärung und dass Leute eine sicherere Quelle haben, ich kann das jetzt nicht beurteilen, und dass halt ehrlich kommuniziert wird, Leute, das hier ist nachgeholfen. Das Problem, was damit ist, wie gesagt, ist, dass es halt suggeriert, dass es halt heutzutage normal ist, weil es keinen Gegenpol mehr gibt. Ich sehe auch nicht meine Aufgabe darin, jetzt jedes Mal einen Gegenpol zu bieten, wenn jemand ein Video zu dem Thema macht. Aber ich mache das jetzt einmal, das finde ich sehr kritisch. Und dann kommen wir zum Punkt, dass halt dann daraus resultierend halt voll viele Larrys das als normal ansehen, dass das Erste ist, was man ist, dass man stofft. Und dadurch wird jedem Naturalathleten, also wirklich jedem, zu den Half-Nerdys kommen wir gleich noch, jedem Naturalathleten, der zum Beispiel, vor allem bei Powerlifting ist es halt schwierig, weil wir sehen nerdy aus, aber wir haben Leistungen, wo sich ein normaler Trainierender das nicht im annähernd ausmalen kann. Und auch die Leute, die dann schon gestofft haben oder am Stoffen sind, die ihr Bodybuilding-Stoffing machen, die kommen ja auch nicht an eine 230er, 240er Beuge ran oder heben mehr als 240. Die denken und sind hundertprozentig davon überzeugt, weil sie ja selber stoffen und das nicht abliefern können, dass man stofft. Das heißt, als Navy bist du hier und auch nochmal so bist du. Du hast einen Fuß im Arsch quasi. Tobi, du verstehst mich, ja? Meinst du, wir kriegen das Video noch grün? Wer das Bild gerade nicht ganz hat einordnen können, du hast verloren. Ja, weil es glaubt dir, wenn du das wirklich hart erarbeitet hast, es glaubt dir keiner mehr. So, das heißt, du musst es wirklich für dich machen. Und damit habe ich mich auch abgefunden, so, ich mache es für mich, mach das nicht für andere, ist cool. Aber andere, die damit nicht so zurecht sind, denen wird einfach immer die Leistung abgesprochen. So, und dazu tragen halt vor allem dann auch die bei, die halt nicht auf YouTube sind, die das im Privaten machen, die aber dieses Allgemeinbild erzeugen, dass jeder schon drauf war und dass diese Leistung halt nerdy gar nicht mehr möglich sind. Und dann kommen wir zur Rubrik Nummer 4, die das Ganze andersrum machen, die sich als nerdy ausgeben und nachhelfen und Social Media haben. Ja, also die Half-Nerdys. Ja, zum Beispiel, warum denkt ihr, dass auf YouTube fast keiner mehr im deutschen Raum, dass es dieses Thema überhaupt anspricht? Warum regt sich kein YouTuber in Deutschland über das Thema mehr auf? Weil die alle 100 Kilo trocken wiegen.
Jetzt fragt euch mal, warum wiegen die 100 Kilo trocken? Ja, guess what? BCAAs, die guten, Freunde. Hier ist der Link. Spart 10% mit meinem Code. BCAA10. Nelly hoch 10 ist der Code. Ja, also es redet keiner mehr drüber. Ja, weil sie auch, weil es noch heuchlerischer wäre als das, was sie ohnehin schon machen. Und zwar euch einfach gar nicht über das Thema reden. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Nelly bin. Ne? Welches Bild ich suggeriere, das ist mir doch egal. Kann ich natürlich verstehen, dass man nicht über das Thema reden will. Die meisten benutzen das aber einfach als Ausrede. Ja, man redet ja nicht über das Thema, man redet nicht über das Thema. Ich habe ja nicht behauptet, dass ich hätte. Ja, aber dieses Bild steht im Raum. Und da habe ich natürlich ein persönliches Problem auch damit, weil es den Wettbewerb halt vollkommen verzerrt. Ich muss mich vergleichen mit Leuten, die stoffen und es zugeben. Ich habe verloren, weil die sehen krasser aus. So. Ich muss mich vergleichen mit Leuten, oder werde verglichen, ich muss mich natürlich nicht vergleichen, aber ich werde von einem neutralen Zuschauer, werde ich verglichen mit Leuten, die stoffen, 130, 120 Kilo trocken wiegen, oder ich werde verglichen mit Leuten, die 100 Kilo trocken wiegen, und erzählen sie sind Nelly, und dann kriege ich die Frage, Digga, warum wiegt denn der 20 Kilo trocken mehr als du? Kann ja auch sein, dass es genetische Ausnahmen gibt, aber die Tendenz geht in eine bestimmte Richtung, sag ich mal, Freunde. Da habe ich natürlich ein persönliches Wettbewerbsthema halt auch einfach, wo ich mir frage, Digga, bin ich eigentlich hier bescheuert, dass ich nicht nachhelfe? Und wenn ich schon an dem Punkt bin, dass ich mir die Frage stelle, bin ich eigentlich bescheuert, dass ich nicht nachhelfe? Und ich bin wirklich ich bin von Anfang an gegen den Shit, weil meine Intention, oder mir ging es immer darum, dass ich das Maximum aus meinem Körper rausholen kann, dass ich gucke, wohin ich komme, und das werde ich auch weiterhin so machen, das ist auch im Business so, das ist im Leben so, das ist vom Kopf her so, und das ist auch im Training so. Zum Glück ist Training bei mir nicht mehr dieser wichtige Faktor. Aber wenn ich an den Punkt komme und mir die Frage stelle, bin ich eigentlich dumm, dass ich nicht nachhelfe, dann könnt ihr davon ausgehen, dass 95% da draußen sich diese Frage schon vor, die haben sich die Frage gar nicht gestellt. Die sind nicht an den Punkt gekommen zu fragen, bin ich eigentlich so blöd, dass ich das nicht mache. Die haben es einfach direkt gemacht. So. Und das ist mein persönliches Problem, was ich mit dieser gesamten Szene habe, aber ich kann nichts dran ändern. Also konzentriere ich mich auf die Sachen, die ich kann, in denen ich gut bin und wo ich unter Umständen keinen Nachteil dadurch habe, dass ich eben nicht nachhelfe. Und dann kriegst du natürlich auch noch Kommentare, dass ich nachhelfe. Das ist natürlich klar. Die 10 Leute gibt es natürlich auch immer noch, die dann meine Kreuzhebeleistung sehen oder meine Bankdrückleistung und sagen, ist nachgeholfen. Habt ihr eigentlich schon einen Schaden oder was? Ich war mit den Half-Nettys, habe ich noch nicht abgerechnet. Das sind die Half-Half-Nettys. Wie hieß denn noch? Also nochmal zu den Half-Nettys. Die suggerieren halt nicht, dass es normal ist zu stopfen. Die suggerieren ein Bild, dass es normal ist, so auszusehen wie Leute, die stopfen. Und der Normalbürger kommt da niemals hin. Was unter Umständen dafür sorgt, dass er nachhilft, weil er halt anders nicht dahin kommt, da aber hin will, weil das seine Vorbilder sind. Und er will auch so krass aussehen. Und er kauft die Produkte und will auch das Eiweiß, wenn das am Eiweiß liegt. Ich will das Eiweiß haben, ich will das Kreatin von dem haben, ich will das von dem haben, ich kaufe die Klamotten. Vielleicht sehe ich in dem T-Shirt von dem dann auch so krass aus. Ja, macht diese Schiene. Oder er realisiert irgendwann, okay, ich kann gar nicht so aussehen. Das ganze Ding hat keinen Reiz mehr. Man kann eh keinem Schwanz mehr glauben. So, das ist das Problem. Also da habe ich ein sehr persönliches Problem mit, weil das halt einfach, es macht den Job hier nicht einfacher, sag ich mal. Und es suggeriert halt einfach, dass man immer so aussehen muss, wo ich halt immer empfehle, Leute, so normaler Fitnesskörper. Also, Digga, ich wiege jetzt 92 Kilo auf 1,81 Meter. Bei dem KFA, den ich habe, ist das fast naturales Limit, wenn du dieses FFMI-Ding ausrechnest. Mir fehlen vielleicht 2-3 Kilo Muskelmasse zu diesem naturalen Limit. So, wenn ihr so ausseht, besser ist es. Ich weiß ja nicht, wie das auf Kamera immer rüberkommt. Ich bin recht zufrieden mit meinem Körper. So, es ist ein, vor allem, über Körperformen müssen wir jetzt nicht reden. Vielleicht machen wir öfters so Meinungsvideos. Wenn euch solche Videos gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Jetzt weiß ich gerade, ich weiß jetzt gerade nicht mal, was der letzte Punkt war. Aber beim Thema Half-Nanny sind halt echt einige Gestalten, die halt auch dieses gesamte Marketing darauf aufbauen. Und hier sind wir, also die ja wirklich dann auch Nelly da reinschreiben, die noch vegan da reinschreiben, und dann werden halt echt junge Leute, die anfangen mit dem Sport, also das sind ja 17, 18, 19-Jährige, Digga, die sehen aus wie 30-Jährige auf Stoff, so nach Motto. Die haben eine Muskelmasse. Ja, auf jeden Fall wird dann diesen jungen Leuten suggeriert, dass man mit 17, 18, 19 so aussehen muss. Das verleitet extrem viele dann entweder dazu, wirklich auch dazu zu greifen, weil sie einfach nicht anders hinkommen,
oder einfach wirklich da Geld für Produkte auszugeben, die eigentlich unnötig sind, weil halt suggeriert wird, mit dem Gedöns siehst du dann irgendwie so aus. So, also hier sind wir jetzt auch wieder bei Punkt Nummer 1. Mich ärgert es, dass es Stoff für den Sport oder für die Allgemeinheit eigentlich gibt. So, weil damit kommen halt diese ganzen Probleme. Und diese Probleme hast du nicht, wenn du kein Neddy bist. Die hast du primär nur, wenn du Neddy bist und das Spiel nicht mitspielst. Beziehungsweise, ich fände es auch, also, ich fände es auch bescheuert, wenn ich jetzt selber stoffen würde, weil es gibt immer jemanden, der im Kopf ist und sein Leben mehr aufs Spiel setzt und einfach die dreifache Dosis ballert. Digga, das macht doch keinen Spaß, wo dann aus einem körperlichen Sport dann plötzlich so ein Chemiekrieg wird. Wer ballert am meisten, Digga? So, das siehst du auch oft im Powerlifting oder in so Sportarten. Dann ist jemand an der Spitze, kurz danach gesundheitliche Probleme, Organversagen, sonst irgendwas. Und dann kommt jemand, der piekt sich dann nochmal in einem Jahr kurz hoch, ist wieder an der Spitze, hat den Rekord gebrochen, danach wieder runter. Das sind dann einfach Phasen, wo die sich richtig vollknallen, koste was wolle, um dann den Weltrekord nochmal zu holen, ein Kilo mehr drauf zu setzen. Wobei das aber auch dann auf einem Leistungsniveau stattfindet, die Leute leben dafür und das ist ja auch deren Entscheidung. Ich finde es schwierig, wenn das halt in die Allgemeinheit und in die Jugend reingetragen wird. Aber ich rede auch schon wieder viel zu lange über dieses Thema. Das ist meine Meinung zum Thema Stoff. Extrem schwierig. Dadurch entstehen extrem viele, nicht Probleme in dem Sinne, aber es entstehen ungünstige Situationen, Diskussionen und es ist ein sehr frustrierendes Thema. Vor allem, wenn ich bin ja auch im Gegensatz zu jetzt euch als Zuschauer, ich bin ja in dieser Szene drin. Ich stehe ja in Konkurrenz dazu auch. Ja, auch wenn ich den Wettbewerb nicht suche, ihr als Zuschauer zwingt mir diesen Wettbewerb auf, weil ihr vergleicht. Ihr vergleicht die Kanäle miteinander, ihr vergleicht die Leute miteinander. Und dann kriege ich die Frage, ja, warum bist du denn nicht so und so? Und ich kann nichts dagegen machen, weil ich halt einfach nicht nachhelfen will. Das ist bei mir etwas, das kommt einfach nicht rein. So, und ich habe ja auch von Tag 1 meine Reise halt dokumentiert, weil es darum ging, zu zeigen, wie man als Neddy Kraft dazu bekommt und die Stoffe auseinander nimmt. Ja? So, also man kann bei mir auch von Tag 1 die Entwicklung halt nachvollziehen. Und das hast du, bei wem hast du das? Von euren ganzen tollen Vorbildern, bei wem habt ihr das? Wer kann euch mal von A bis Z die Entwicklung zeigen? Wer macht das? Und vor allem hier auch vor dem Hintergrund, wenn man den Sport feiert, um auf dieses Niveau zu kommen, dann feierst du den Sport schon richtig. Und dann machst du Fotos, dann machst du Videos, ob du YouTube machst oder nicht. Auch vor YouTube habe ich schon Bilder von der Progression gemacht. Natürlich, wenn du jeden Tag ins Gym gehst, willst du das doch nachvollziehen, verfolgen. Und wenn euch dann 100 Kilo Trockenleute auf 17 Jahren nicht erklären können, wie sie da hinkommen, dann ist die Antwort relativ klar, Freunde. Oder mit 19 oder mit 20, ist doch scheißegal. So, viel zu lang das Video. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende geguckt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, vielleicht auch zu anderen Themen, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Peace.